Ja, Riesenthema heute. Man hat damals in den 70er Jahren teilweise Vollbeschäftigung erreicht. Heute, man kann es in der Zeitung nachlesen, es gibt immer mehr Arbeitslose. Wie wirkt sich das aus? Was für einen Jugendlichen damals leichter zu lernen, weil man gesagt hat, okay, man hat sowieso einen Job? Oder war es genauso, dass man gesagt hat, okay, man muss immer auch um seine Arbeit fürchten und schauen, dass man was kriegt? Na, ich glaube schon, dass es zumindest in unserem Nahbereich leicht war, eine Arbeit zu bekommen. Denn wir haben damals nur bei Böhler in Kapfenberg 7.444 Beschäftigte gehabt. Nur bei Böhler alleine. Heute ist durch die Ansiedlungspolitik, die betrieben wurde, ungefähr wieder diese Zahl für Kapfenberg an Beschäftigten erreicht worden. Und es ist nicht mehr nur Böhler alleine, ist natürlich noch die tragende Säule in Kapfenberg. Aber wesentlich sind diese kleinen KMUs, die sehr, sehr viel bringen für Kapfenberg. Ich habe 72 maturiert, da hat keiner sich Gedanken gemacht, ob er das, was er dann lernt, ob er dann irgendwie eine Arbeit bekommt oder nicht, sondern diese Richtig. Sorgen hatten wir überhaupt nicht. Ist es eigentlich schwierig, bei Böhler als Lehrling unterzukommen? Ist es schwieriger als früher in den 60er oder 70er Jahre? Oder vielleicht für Lehrling? Die Anzahl ist, glaube ich, noch ziemlich gleich, 50 bis 70 pro Jahr, was ich so weiß. Und die Aufnahme, ich höre fallweise schon Klagen, dass sie den einen oder anderen nicht nehmen können, weil die entsprechenden Basisvoraussetzungen nicht gegeben sind. Das ist früher eigentlich nicht so aufgefallen. Habe ich nicht in Erinnerung, dass ich jemals gehört habe, Ende der 60er, Ende der 70er, den können wir nicht nehmen, weil er nicht einmal rechnen kann oder nicht einmal Deutsch kann. Das fällt heute fallweise auf, aber es sind Einzelfälle. Es gibt nach wie vor ganz tolle Jugendliche in großer Zahl. Nur hat Böhler jetzt bei seiner Lehrlingsauslese Probleme. Sie kriegen lang nicht mehr so viele junge Leute mit den Fähigkeiten, die sie brauchen würden. Und sie haben in ihre Lehrlingsausbildung Deutsch und Mathematik jetzt hineingenommen, um eben Defizite aufzufüllen, die vorher die Lehrlinge nicht hatten. Also es hat sich schon gewandelt. Aber ich finde das ganz toll, weil damit junge Leute, die sicher Fähigkeiten haben, dann nachholen können. Und ja, es ist nur die Frage, warum es da jetzt Defizite gibt, die es vor 20 Jahren noch nicht gegeben hat. Und arbeite viel mit Schulklassen und merke auch, dass vor 20 Jahren und heute, dass ein ganz ein anderer Zugang zu den jungen Leuten ist und die Aufmerksamkeit eine ganz andere ist als früher. Wie ist das? Man sagt halt immer wieder so, die Jugend, die ist zu faul, sie kommt zu spät und so weiter. War das früher auch schon so oder ist das generell nur ein Gerücht oder wie ist das Ich immer so? glaube, wenn einer will, dann war es damals ordentlich und wenn einer will, ist es heute ordentlich. Ich glaube nicht, dass es da Unterschiede gibt. Ich glaube sogar, dass die Jugendlichen dadurch, dass sie die verschiedensten Technologien, ob Fernsehen oder sonst was, benutzen können, eine viel bessere Ausbildung haben, als wir sie damals hatten. Weil wenn einer will, sieht er heute im Fernsehen die besten Sachen. Es ist ja auch dann in der Zeit, Anfang der 70er Jahre, die HTL nach Kapfenberg gekommen und jetzt in den 90er Jahren, glaube ich, die Fachhochschule, die natürlich wesentlich dazu beitragen, dass heute bestens ausgebildete Jugendliche für diese neue Industrie, für die Hochtechnologie auch zur Verfügung stehen. Das gilt natürlich so wie früher, auch heute. Umso höher die Bildung ist, desto leichter tut man sich im beruflichen Leben und umso eher hat man auch Chancen, zu einem entsprechenden Verdienst zu kommen. Es gibt leider nicht für jeden die Möglichkeit, entsprechende Ausbildung zu erreichen, aber die die Chance haben, sollen das nützen. Wenn man das technische Studium, meist ist es dazugekommen, anschließt, ist es natürlich wesentlich breit gestreuter, das berufliche Leben und auch das berufliche Weiterkommen.